Die Corona-Krise fordert auch in Brandenburg unsere Verantwortung und unsere Menschlichkeit. Wir unterstützen Menschen aus der Nachbarschaft, die nicht selbst einkaufen können. Unsere Freundinnen und Freunde, die um ihr Einkommen bangen. Angestellte in Medizin und Pflege, die gerade ihr Bestes geben. Und wir als Gesellschaft müssen auch jedem helfen, die in Angst und Unsicherheit an den Grenzen Europas ausharren. In Griechenland und in anderen Ländern leben Flüchtlinge unter unwürdigen Bedingungen in überfüllten Camps. Ihre Lage ist katastrophal und die Corona-Krise bedroht sie umso mehr. Diese Lager müssen umgehend evakuiert und die Menschen in Sicherheit gebracht werden. Im Rahmen der Aktion Sichere Häfen haben sich zahlreiche brandenburgische Städte zur Aufnahme von geflüchteten Menschen bereit erklärt. Diese Kommunen benötigen nun die Zustimmung und die Unterstützung der Bundesregierung. Herr Seehofer, Ihr Einsatz ist gefordert. Die Bundesregierung muss dafür sorgen, dass Menschen, die helfen wollen, dies auch tun können. In Brandenburg ist Platz für Menschlichkeit. Zeigen wir Verantwortung. Wenn wir jetzt die Augen schließen, wird die Corona-Krise weitreichende Folgen für unsere Gesellschaft und unser Miteinander haben. Lassen wir jene, die unsere Unterstützung brauchen, nicht allein. Über Grenzen hinweg.